Frau Peukert, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen besonders schweren Diebstahls in Tateinheit mit Verletzung des Briefgeheimnisses und übler Nachrede. Frau Peukert, Ihr Vorname ist Inga. Sie sind am 18. Juli 1971 in Gießen geboren. Sie sind verwitwet, haben seine 16-jährige Tochter namens Merle. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Vorbestraft sind Sie nicht, die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte fürchtete, dass Dennis Hoch, der neue Freund ihrer Tochter Merle, das Mädchen zum Anschaffen schicken wollte. Sie wollte daher Beweismaterial gegen ihn sammeln. Zwischen dem 2. und dem 21. November 2010 nahm sie bei 8 verschiedenen Gelegenheiten Briefe aus Dennis Hochs Briefkasten, um sie zu lesen und zu behalten. Am 26. November 2010 ging sie zu seinem Arbeitsplatz und behauptete dort vor einem Zeugen, dass Dennis Hoch ein sogenannter Loverboy sei und kriminellen Geschäften nachgehe. Beide Behauptungen kann die Angeklagte nicht beweisen. Inga Peukert wird daher wegen besonders schweren Diebstahls in 8 Fällen, jeweils in Tateinheit mit Verletzung des Briefgeheimnisses und wegen übler Nachrede angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Peukert, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben zur Sache machen? Ja, natürlich sage ich jetzt hier aus. Ich habe diese 18 Briefe hier, allesamt adressiert an Dennis Hoch, den Freund ihrer Tochter Merle. Und die sind am 25. November alle geöffnet in ihrem Kleiderschrank im Schlafzimmer gefunden worden. Die Post hat sie dort nicht abgelegt, jedenfalls. Wie kommen diese Briefe von Herrn Hoch in ihren Kleiderschrank? Ja, also ich habe sie da mit Sicherheit nicht reingelegt. Also ich denke mal, das wird dieser Dennis wohl selber gemacht haben. Was hätte er davon gehabt, Ihnen die Post unterzuschieben? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Weil das gehört zu seinem Plan. Er wollte, dass Merle diese Briefe findet. Weil dieser Dennis möchte, dass ich und meine Tochter uns voneinander entfernen, uns distanzieren. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, dass dieser Typ illegale Sachen macht. Also was hätte er, um noch mal darauf zurückzukommen, davon, wenn er Sie und Ihre Tochter Merle auseinanderbringt? Das kann ich Ihnen auch sagen, weil dieser Typ ein Loverboy ist. Ob kurz oder lang, er wird meine Tochter Merle auf den Strich schicken. Meine Tochter sieht überhaupt nicht, sie ist 16, sie sieht überhaupt nicht, wo sie sich da hineinreitet. Also sie meint, das ist ihre erste große Liebe. Ich drehe langsam echt durch, das können Sie mir glauben. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dann glaube ich sogar. Ich habe hier diese Flugblätter. Ich möchte mal eins verlesen, weil es ganz interessant ist. Stopp, Loverboys. Loverboys sind junge Männer, die Mädchen Liebe und Romantik vorgaukeln, um ihre Opfer später sexuell auszubeuten. Das ist ein Flugblatt, das an Schulen verteilt wird. Bevorzugte Opfer sind Mädchen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und sich nach Liebe und Zuwendung sehnen. Die Opfer stammen aus allen sozialen Schichten. Das stimmt übrigens. Die Loverboys überhäufen die Mädchen mit Anerkennung und Geschenken. Dann fördern sie ein Zerwürfnis mit der Familie und bieten den Mädchen Zuflucht. Sie werden von der Familie entfremdet, die Mädchen zur Prostitution überredet und gezwungen. Deswegen ist äußerste Vorsicht geboten, denn auch an unserer Schule sind Loverboys gesichtet worden. Wendet euch deshalb direkt an den Vertrauenslehrer. Wer macht diese Aufklärungsarbeit jetzt an der Schule, in die Ihre Tochter geht? Also Sie? Ich nicht, nein. Und zwar ist das hier die Frau Sänger. Das ist die Lehrerin meiner Tochter Merle. Und ich bin so dankbar, dass es die Frau Sänger gibt, weil durch sie wurden mir erstmal die Augen geöffnet, was dieser Typ Dennis überhaupt mit meiner Tochter vorhat. Wie die Frau Peukert schon sagt, ich bin für diese Flugblattwarnung zuständig. Ich verteile die an verschiedensten Schulen und es ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen, dass vor diesen Loverboys gewarnt wird, weil die schrecken vor überhaupt nichts zurück, sind absolut skrupellos und die lungern halt vor unseren Schulen rum und das geht nicht. Also ich finde es ja ganz gut, wenn Lehrer auch die Umgebung ihrer Schulen ein bisschen im Auge behalten. Nur woran machen Sie jetzt ganz konkret in diesem Fall fest, dass dieser Dennis Hoch so ein Loverboy ist, wie Sie sagen? Haben Sie irgendwelche konkretere Anhaltspunkte? Weiß. Nein, die habe ich so im Moment nicht, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Frau Richterin, diese Typen, die arbeiten ganz subtil. Das sind ja keine Zuhälter im normalen Sinne, so wie man sie eigentlich so an der Straße oder so sieht. Nee, also die machen das ganz anders. Und bei meiner Tochter Merle, da hat dieser Typ echt schon Erfolg. Seitdem sie die Briefe gefunden hat, redet meine Tochter kein einziges Wort mehr mit mir. Und
Nach der Schule geht sie sofort zu ihm. Ich komme überhaupt nicht mehr an sie ran. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, Dennis Hoch hat eigentlich schnell begriffen, dass er jedenfalls einen Fehler gemacht hat, indem er meine Mandantin angezeigt hat, weil er hat meiner Mandantin sogar über die Tochter ausrichten lassen, dass er die Anzeige zurücknimmt, wenn sie ihn gewähren lässt. Naja, aber da muss er echt ein bisschen früher aufstehen, jetzt mal ganz ehrlich. Also ganz im Gegenteil, ich bin eine gute Mutter. Und jetzt mal ehrlich, ich bin eigentlich heilfroh, dass ich hier so eine Lobby habe, um dass dieser Dennis meine Tochter und vielleicht auch andere Mädchen mal vollkommen in Ruhe lässt. Ja, Sie sollten nur den Gerichtssaal nicht zum Lobbyismus irgendwie missbrauchen. Davon möchte ich Sie warnen. Sie haben Sie haben ja keinerlei Beweise. Sie haben nur so ein Gefühl, dass der da irgendwie irgendwas macht oder nicht. Obwohl Sie keine Beweise haben, sind Sie am 26. November zu seinem Arbeitsplatz gegangen und haben dort öffentlich bekannt gegeben, er sei ein sogenannter Loverboy. Das haben Sie ja getan. Deshalb haben Sie sich eine Anzeige wegen übler Nachrede eingehandelt. Was habe ich gemacht? Nix habe ich gemacht. Das stimmt gar nicht. Nein, das stimmt gar nicht. Jetzt, so. Der und sein Arbeitskollege oder wie auch immer, oder wer Ihnen das auch immer erzählt haben, die müssen unter einer Decke stecken. Fragen an die Angeklagte? Nein. Dann möchte ich mir mal diesen Schinken anschauen. Dennis Hoch, bitte, und Sie nehmen. Herr Hoch, bitte, und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz. Hör mal, Kollege, lass du ja die Finger von meiner Tochter. Ja, Frau Peugert. Ja, ist doch wahr. Oh, Mensch. Was hab ich Ihnen getan? Ohne Witz. Ach. Hallo. Ich habe geguckt, dass das alles zwischen uns läuft. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen getan habe. Herr Hoch, dazu gleich. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Hoch, Ihr Vorname ist Dennis, Sie sind 23 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Auszubildender aus dem Speditionskaufmann. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Ich habe hier die Briefe aus dem Schrank jedenfalls. Die wurden Ihnen zwischen dem 2. November und 21. November aus dem Briefkasten gestohlen. Das sind jedenfalls die Poststempel. Die Briefe hat ja Ihre Freundin, die Merle, im Schrank der Angeklagten, ihrer Mutter, gefunden. Ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass Briefe gefehlt haben? Ja, die Frau Polkert ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die Werbung hat sie mir schön drin gelassen. Vielen Dank dafür. Und sie hat halt alles, was ihr wichtig erschien und was wichtig war, Amtsgeschichten und sowas, hat sie immer schön alles eingesagt. Deswegen habe ich auch eine Gerichtsverhandlung wegen einem Autounfall von einem Freund verpasst. Dankeschön. Ihre Schuld. Herr Hoch, wir wissen, dass Merle diese Briefe gefunden hat. Wo hat sie denn diese Briefe gefunden? In dem Schlafzimmerschrank von ihr. Mhm. Und was genau wollte Merle an diesem Tag am Schlafzimmerschrank? Das war so, wir wollten zusammen abends baden gehen und als das Wasser dann fertig war, fiel mir auf, dass wir keine Handtücher hatten. Und tut mir leid, ich wühle halt nicht gerne in fremden Sachen rum, beziehungsweise gehe nicht gerne an fremdes Eigentum. Und da hat Merle, weil sie zu Hause ist, halt die Handtücher aus dem Schrank geholt, macht die Tür auf und das Nächste, was passiert, da fliegen die ganzen Briefe vor ihr auf die Füße. Also pass mal auf, jetzt mal ehrlich, warum sollte ich gerade die Briefe in meinem Schrank deponieren? Keine Ahnung, das frage ich mich noch auf. Nee, pass auf, Dennis, wenn ich die schon geklaut hätte, ja, dann hätte ich, wäre ich wahrscheinlich auch, weil du hast gerade gesagt, bin ich auf den Kopf gefallen, dann hätte ich diese Briefe weggeschmissen und sie nicht in meinem Schrank deponiert. Weiß ich was? Herr Hoch, an diesem Tag haben Sie doch selber vorgeschlagen, ein Bad zu nehmen, oder? Und Sie wissen mit Selbstverständlichkeit, wo die Handtücher in dem Polkertschen Haushalt aufbewahrt werden. Sie nämlich sind hingegangen, haben die Briefe dort deponiert und Merle hat sie natürlich gefunden. Ihr Plan ist einfach aufgegangen. Wieso sollte ich das machen? Was habe ich davon? Wieso sollte ich das tun? Mutter und Tochter entzweien? Ich habe deswegen eine Verhandlung im Gericht verpasst. Als Zeuge, nicht die eigene hier. Und warum Sie das tun sollten, hat eine einzige Erklärung. Wenn sie denn stimmt, dass Sie ein sogenannter Loverboy sei. Das heißt, dass Sie mit der Merle etwas ganz anderes vorhaben. Man wickelt sie erst ein, bis das Mädchen nicht mehr vorne und hinten hochkommt. Und dann hinterher kommen die Mädchen zur Prostitution. Ist da was dran? Ich habe von dieser Theorie gehört. Loverboy, das ist alles so eine Fantasie von ihr. Ich wusste gar nicht, was das ein Loverboy ist. Ich musste mich im Internet schlau machen. Und als ich dann kam auf einmal Loverboy, schrecklich Zuhälter, dann dachte ich, ey, was geht denn jetzt? Entschuldigung, dass ich jetzt mal lachen muss. Das ist eine Beleidigung. Ey, was, richtig. Was? Also Dennis, ich bitte dich, gerade du weißt, was ein Loverboy ist, ja? Das ist nämlich so ein Kerl und so ein Typ wie du, der sich an jungen, naiven Mädchen ranmacht, sie manipuliert, bis sie für einen alles machen werden und machen oder etwa nicht, ja? Und jetzt mal ganz davon ab, meine Merle, das...
Frau Richterin, das ist meine Merle, bevor sie sich überhaupt mit so einem Typen eingelassen hat. Die war immer so niedlich und so nett, also, und nicht sowas. Und, hey, was? Pass auf, das eine sage ich dir. Was? Du, ne? Ja. Du wirst meine Tochter nicht dazu bringen, dass sie für dich anschaffen geht, so wahr wie ich hier sitze. Will ich gar nicht. Ich hab Abi, ich mache eine Ausbildung. Ich helfe dir bei den Schulaufgaben. Was soll ich? Ja, ist klar, du hilfst dir bei den Schulaufgaben. Mensch, das ist doch eure Marotte, damit die Mädchen in der Schule überhaupt nicht auffallen. Schön alles immer ruhig und bedacht. Ne? Das ist eure Marotte und das ist euer Marotte Vorgehen. Marotte weniger, aber Masche würde ich eher sagen. Muss ich mir das hier echt gefallen lassen? Wo ist Ihr Problem? Mein Problem, Dennis, mein Problem bist du. Und das eine, ja, du. Und das eine sag ich dir, wenn du nicht aufpasst, dann werde ich zu deinem Problem, wenn du meine Merle nicht in Ruhe lässt. Wie geht's denn dann weiter? Was haben Sie sich denn überlegt? Wollen Sie demnächst bei ihm einbrechen? Wollen Sie ihn Dauer observieren oder wie ist Ihr Plan? Ist ganz, ganz, ganz ernsthafte ja. Frage. Sie ganz haben keine Kinder, Frage. Ne? Nein, das merkt man. Wissen Sie was? Das ist hier der Kriminelle, nicht ich. Ich bin eigentlich total harmlos. Ja. Ich bin eine aufgebrachte Mutter. Ja, das mag ja, sein. Ja, Sie reden etwas laut, stimmt, Herr. So, ja, aber ich bin total harmlos. Der, wo man drauf achten sollte, das ist er. Weil er ist mit allen Wassern gewaschen. Ganz ehrlich, ich drehe langsam echt durch. Ja, wir haben es verstanden, Frau Polke. Herr Hoch, stehen Sie gern vor Schultoren? Nein, warum? Ach, Frau Polke hat absolut recht. Ich habe diesen Herrn Hoch, nachdem er tagelang vor unserer Schule herumgelungert hat, angesprochen. Und er tat wie Tulpe und das lange Zeit, bevor er mit der Merle wirklich zusammen war. Ja, und ich wollte natürlich wissen, was er sich vor unserer Schule rumtreibt, weil er ist weder Schüler noch hat er sonst was mit unserer Schule zu tun. Was hat er gesagt? Ja, hat ein bisschen rumgedruckst und da meinte er, er wartet auf seine kleine Schwester. Dann habe ich natürlich ein bisschen nachgefragt, weil das kam mir gleich Spanisch vor und dann wollte ich natürlich auch den Namen der kleinen Schwester wissen. Ja, und auf einmal war er verschwunden und ich denke mir, wenn ich nichts zu verbergen habe, verschwinde ich nicht. Und, haben Sie eine Schwester? Nein, habe ich nicht. Warum haben Sie ihr dann gesagt, dass Sie auf Ihre kleine Schwester warten? Ja, ich doch klar. Wer ist denn das überhaupt? Ich bin der Frau keine Rechenschaft ja. schuldig. Sie werden mich noch kennenlernen, das schwöre ich. Ja, wunderschön, aber du, ich, so ich kenne die gar nicht. Ich, das ist doch Ihre Masche, Herr Hoch. Jetzt geben Sie es doch einfach zu. Sie auf lauern vor Schulhöfen auf. Unglaublich. Auf meine damalige Ex-Freundin, die Kerstin. So, und ich bin nicht vorhin abgehauen. Ich muss einfach noch was in die Pargo schmeißen. Auf Ihre damalige Freundin. Schlechte Ausrede. Ja. Das ist unglaublich. Noch Fragen an Dennis Hoch derzeit. Dann möchte ich zunächst einmal mit der Tochter der Angeklagten fortsetzen. Merle Polkert, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Frau Polkert, bleibt unvereidigt. Merle! Ach, wie schön. Hör auf, damit deine Mama ist eher von 80. Hör auf. Ja, ich wäre auch vorsichtig. Ja, und Merle, ich bin da gar nicht so scharf auf solche pubertären Verhaltensweisen in meinem Gerichtssaal. Das ist sowas, ne? Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, Merle, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Nachname ist Polkert, Sie sind 16 und wohnen in Köln mit Ihrer Mutter zusammen, gehen noch zur Schule. Welche Klasse gehen Sie jetzt? In die 10. im Moment. In die 10. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugenverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen versprechen. Wie wollen Sie es halten? Also ich werde auf jeden Fall auch sagen, meine Mutter hat ja einen richtigen Schaden. Ich meine, Dennis wollte die Anzeige wegen dir zurücknehmen, damit endlich Frieden ist. Aber nee, wollte sie ja nicht. Quatsch. Merle, bitte, jetzt hör mir zu. Weißt du, warum er die Anzeige eigentlich zurücknehmen wollte? Er hat sich mit der Anzeige bei der Polizei selber bemerkbar gemacht. Und er wollte sie zurückziehen, damit ich ihn in Ruhe lasse. Damit er weitermachen konnte, so wie er wollte. Wirklich, Merle, merkst du nicht? Ich will doch nur dein Bestes. Frau Polkert, wir haben es verstanden. Merle, Sie haben hier am 25. November diesen Stapel Briefe gefunden im Schlafzimmer Ihrer Mutter. Wie war das? Also, meine Mutter war nicht zu Hause. Dennis und ich, wir wollten Bad nehmen. Und er hat das Wasser eingelassen und ich sollte dann schon mal die Handtücher holen gehen. Auf jeden Fall, ich ziehe dann die Handtücher raus für uns und dann fallen mir direkt die Briefe entgegen. Und klar war mir dann... Mir wurde sofort bewusst, dass das von der Mama sein muss, weil die will uns ja eh die ganze Zeit auseinanderbringen. Bitte, Mensch, hör doch auf mich. Dieser Junge, Mama, der tut dir nicht gut. Mama, Dennis und ich, wir lieben uns. Du musst das mal in dein Hirn reinkriegen. Wir lieben uns. Und du wirst uns niemals auseinanderbekommen, wirklich niemals. Und dass wir uns lieben, das haben wir uns auch am Tag mit der Badewanne da bewiesen. Ne? Wir hatten nämlich Sex miteinander. Bitte? Nein, hör auf, so eine Scheiße zu labern. Stell mal klar, dass das nicht stimmt. Oh, Dennis, halt du dich jetzt mal raus. Und Melle, du pass mal bitte auf. Merkst du das eigentlich nicht? Er hat die Briefe dorthin gelegt. Er wollte, dass du die Briefe entdeckst. Und
Er will uns doch entzweien, Merle. Er will, dass wir beide uns voneinander distanzieren. Bitte. Seit Papa tot ist, ist sie total durchgeknallt. Die dreht voll am Rad, wirklich. Die ist total krank. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, inwieweit sich Ihre Mutter verändert hat? Ja, das kann ich. Weißt du, sie traut mir überhaupt nicht mehr. Ne? Sie hat ja voll die Verlustängste und deswegen hat sie dann täglich meine SMS und mein Handy kontrolliert, wen ich angerufen habe und alles. Und das war noch bevor ich mit Dennis zusammen war. Also das finde ich jetzt schon interessant. Das muss ich ehrlich sagen. Also wer völlig grundlos dann in diesem Zeitpunkt die Kurzmitteilung seiner Tochter durchliest und durchstöbert und seine Nase da überall reinsteckt, der macht doch, glaube ich, auch dann nicht vor den Briefen anderer Leute halt, oder nicht? Wenn das Mutter-Tochter-Verhältnis auf einmal in Gefahr ist. Meine Mandantin macht sich doch einfach nur Sorgen um die eigene Tochter. Ich meine, dass Sie das nicht verstehen, haben wir ja gerade eben schon gehört, weil Sie keine Kinder haben. Wie viele Kinder haben Sie? Meine Mandantin ist jedenfalls den rechtmäßigen Weg gegangen und hat die nächste Polizeidienststelle aufgesucht und sonst nichts mit dem Briefdiebstahl hat sie jedenfalls nichts zu tun. Ja. Dass sich Ihre Mandantin Sorgen macht, das hören wir bisher. Die Frage ist nur, was sie aus Sorgen sich sonst noch gemacht hat. Merle, wie haben Sie den Dennis Hoch eigentlich kennengelernt? Ja, das war eine nicht so tolle Aktion, weil Dennis war vorher mit meiner, also jetzt ex-besten Freundin Kerstin zusammen. Und als sie dann zusammen waren, dann haben wir uns natürlich dann auch kennengelernt, weil ich als beste Freundin von Kerstin, klar muss ich einen Freund kennenlernen. Ja, und als er mich dann gesehen hat, hat er sich in mich verliebt und dann direkt mit Kerstin Schluss gemacht. Und jetzt sind wir seit Anfang Oktober 2010 zusammen. Und ich meine, wir sind ein glückliches Paar, Mama. Er ist süß, er ist romantisch. Ey, er hilft mir sogar bei den Schulaufgaben. Ich meine, das macht doch kein Geisteskranker, oder? Das ist auch nicht. Merle. Also ganz ehrlich, auch auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen jetzt Ihre rosarote Brille ja mit Gewalt runterreiße. Es tut mir echt leid, aber Ihr Freund macht doch alles einfach nur aus Berechnung. Ihre Freundin Kerstin, wie heißt sie mit Nachnamen, Stocker, hat doch am Anfang ganz ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht. Das hat sich doch aber am schlagartig geändert, oder nicht? Kerstin können wir vergessen. Kann ich vergessen. Also Kerstin ist meine ex-beste Freundin, wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Auf jeden Fall, Kerstin ist total sauer und beleidigt, weil ein Typ wegen mir sie sitzen gelassen hat. Die ist total... Die dreht voll am Rad. Die waren zusammen im Supermarkt. Sie hat meine Mutter getroffen und meinte dann direkt, ja, der Dennis, das ist ein ganz böser, da müssen sie aufpassen und so. Und seitdem hat sie nämlich den Dennis auf dem Kicker. Ja, ich glaube, noch Fragen an die Zeugin Polker, aber ich möchte mich direkt mit der Kerstin fortsetzen. Kerstin Stockrad, bitte, Sie nehmen an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Kerstin, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Kerstin, dass man mal gerichtlich die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Stockrad ist Ihr Nachname, Sie sind 17 Jahre alt und wohnen in Köln, gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? In die 11. In die 11. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das. Kerstin, von wann bis wann waren Sie mit Dennis Hoch liiert, der da hinten sitzt? Mit Dennis war ich knapp 3 Monate zusammen, von August 2010 bis Oktober. Ich kann mich heute noch ohrfeigen, dass ich auf den reingefallen bin. Wie haben Sie beide sich kennengelernt? Dennis hat damals bei uns vor der Schule rumgestanden. Und ich meine, er sieht ja echt süß aus und ist uns Mädels natürlich sofort aufgefallen. Er stand da 3 Tage hintereinander und hat mich immer nur angelächelt. Wie lange wurde nur gelächelt? 3 Tage. Am 4. hat er mir wortlos eine Rose geschenkt. Ich war wie geblendet und total verzaubert. Ich habe ihm am Ende der Woche meine Nummer gegeben und als er sich dann erstmal nicht gemeldet hat, bin ich fast verrückt geworden. Aber heute weiß ich, dass das alles zu seiner Masche gehört, die Mädels hörig zu machen. Und irgendwann wird er sich doch mit Sicherheit gemeldet haben, oder? Nach genau 14 Tagen. Und da hatte er mich sowas von am Wickel. Wie konnte ich nur so naiv sein? Denn es ist definitiv ein Loverboy. Absolut. Zu dessen Geschäftsgebaren es jedenfalls gehört, vor irgendwelchen Gymnasien auf schöne, hübsche Mädchen aufzulauern, oder? Ich meine, wo haben Sie den Kerstin überhaupt getroffen? Wie haben Sie Kerstin kennengelernt? Das stimmt gar nicht. Ich habe die vor, ein Wochenende, bevor wir uns kennengelernt haben, in der Diskothek getroffen. So, dann habe ich über eine Freundin erfahren, halt, wo sie zur Schule geht und was sie so macht. Ja, und dann bin ich halt mal da aufgelaufen. Ja, komisch, dass Kerstin hier noch was anderes behauptet, oder? Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst. Ihr habt es gehört. Sie haben jetzt ja eben so ganz bestimmt gesagt, er sei ein Loverboy. Warum können Sie das so ganz bestimmt?